In diesem Video gebe ich euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen meines Kanals. Wie viel verdient man mit ungefähr 5000 Abonnenten und welche Videos sind am beliebtesten? Nach dem Intro kläre ich euch auf. Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe vor kurzem die 5000 Abonnenten-Marke geknackt und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank, dass euch mein Kram gefällt und dass ihr euch so fleißig meine Videos anschaut. Das freut mich wirklich sehr und auch immer die Kommentare und Feedbacks von euch finde ich immer sehr, sehr schön. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch. Ich habe ja eine kleine Umfrage gemacht, was ihr gerne so als Feiervideo gerne haben möchtet und mit einem ziemlich großen Abstand gewonnen hat ein Blick hinter die Kulissen. Deswegen möchte ich euch in diesem Video mal so ein bisschen die Statistiken meines Kanals zeigen, wie viel verdiene ich, welche Videos sind am besten gelaufen und so weiter. Wenn ihr genau wissen wollt, wie genau eine Was-Taugt-Folge entsteht, würde ich euch ein wirklich mittlerweile uraltes Video von mir empfehlen. Ich glaube, zum 50. Abonnenten-Special oder sowas habe ich mal ein Video gemacht, wie sich grob eine, ja, wie ich eine Was-Taugt-Folge erstelle. Und ganz ehrlich, in den paar Jahren, die ich das hier mache, hat sich am grundsätzlichen Vorgang und an dem Programm eigentlich nichts geändert. Das heißt, das Video ist eigentlich immer noch aktuell, habe ich euch natürlich hier oben verlinkt. Aber gucken wir einfach jetzt mal in die Statistiken rein. So, und was ihr hier seht, ist das sogenannte YouTube Studio. Das heißt, das ist so ein bisschen bei jedem YouTube-Kanal so das Backend mit ein bisschen den Übersichten, was man hier sieht. Und wie ihr seht, ich nehme das hier am 13.03. hier auf. Und da ist jetzt das Beavis und Butthead Testvideo als letztes erschienen. Und da sieht man immer hier zuerst so ein bisschen die Performance, wie das im Vergleich zu den anderen Videos abschneidet. Ist hier Ranking 7 von 10, das heißt ja, ist okay angekommen, was mir eigentlich persönlich klar war, weil es ist jetzt natürlich jetzt auch nicht der super krasse Titel, den das ist. Und wie ihr schon seht, habt ihr auch hier schon die wichtigsten Punkte. Das heißt, hier habt ihr die aktuelle Abonnentenanzahl, das ist 5029. Wie viel ich in den letzten 28 Tagen hinzugewonnen habe, das sind 75. Wie viele Aufrufe ich bekommen habe, wie viel Wiedergabezeit in Stunden, denn das ist auch nicht gerade unwichtig. Und hier seht ihr auch schon meinen Umsatz. Das sind jetzt hier in den letzten 28 Tagen ungefähr 67 Euro geworden. Und das ist eigentlich schon so Pi mal Daumen Standard. Wenn ihr euch das mal interessiert, das ist mal 10 Euro mehr, mal 10 Euro weniger. Aber so Pi mal Daumen um die 70 Euro pendelt sich das eigentlich immer ein. Auch hier gibt es natürlich dann immer auch Monate, wo viel geguckt wird und wo wenig. Also erfahrungsgemäß ist es so eher so ein bisschen das Sommerloch, also im Sommermonaten wird weniger geguckt und im Herbst und im Winter wird etwas mehr geguckt, was ja auch selbstverständlich ist, weil beim guten Wetter, ne, da will man ja auch nicht ständig hier in der Bude hocken und irgendwelche YouTube-Videos gucken. Hier sehen wir noch, welche Videos in 48 Stunden am meisten geguckt wurden. Hier natürlich auch noch hier so ein paar die letzten Kommentare. Und hier seht ihr auch schon ein paar veröffentlichte Videos, aber da gehen wir jetzt gleich näher drauf ein. Und zwar will ich euch hier nochmal diese genauen Analytics hier zeigen, wie das hier so aussieht. Das heißt, es wird hier relativ wirklich genau aufgedröselt, wie viele Leute gucken hier zu. Hier haben wir hier nochmal dieselben Daten und hier auch dann entsprechend, welche Videos jetzt am erfolgreichsten waren, so die letzten Wochen. Da sind immer mal wieder so ein paar überraschende Sachen dabei. Ich meine, hier ist klar, meine neu veröffentlichten Videos, die sind natürlich immer dabei. Ne? Ist klar, die gucken sich natürlich viele Leute zu Anfang an. Ja, mittlerweile so eigentlich eingependelt hat sich so innerhalb so der ersten Woche, je nach Thema gucken es meistens so 550 Leute bis ungefähr, ja, es kann auch mal ein bisschen besser werden, also 700, 800, je nach Thema. Sowas wie Pickups läuft meistens irgendwie besser oder irgendwelche Top-Listen. Und jetzt solche Videotests hier, wie zum Beispiel hier Spirit of F1, das liegt natürlich immer so ein bisschen an der Bekanntheit des Spiels. Denn für mich persönlich ist es immer sehr wichtig, ich möchte auch gerne immer unbekannte Spiele besprechen, weil ich die auch einfach mal ja, zeigen will. Problem ist natürlich nur, da jetzt irgendwie die Leute hinzuzukriegen, das Video sich anzuschauen, ist natürlich schwierig, weil keiner kennt das Spiel und deswegen, oder nicht so viele, und deswegen suchen natürlich auch wenig Leute dazu und deswegen ist es natürlich so, dass die bekannten üblichen Spiele natürlich wesentlich mehr Hits bekommen, aber ich mache diese Videos hier auch größtenteils für mich, um das auch so mal ein bisschen zu erschließen, was kann das Spiel taugen und so weiter, um das einfach weiterzugeben. Und der große Vorteil natürlich bei diesen Testvideos hat, ich
persönlich muss da nicht so drauf achten, wie die jetzt in der ersten Woche so performen, sage ich mal. Weil das Gute ist an diesen Retro-Spielen ist, sie sind zeitlos. Ob ihr das Video jetzt schaut oder in 3 Jahren, ist vollkommen egal. Das Urteil bleibt das gleiche. Wäre es natürlich jetzt beim aktuellen Spiel, was jetzt rauskommt, das wir mal dann relativ schnell besprechen und so weiter. Ich hoffe, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Gibt es natürlich hier auch so ein paar Dauerbrenner. Wie hier angesprochen, ne, zum Beispiel das Link's Awakening Video, ist natürlich viel geklickt oder Street Fighter 2. Dann natürlich auch hier üblicherweise hier solche Listen, besonders was um Preise angeht. Was ich persönlich mal so ein bisschen schade finde, weil wenn ihr schon länger meinen Kanal euch mal angeschaut habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich da nicht so stark auf diese Preise losgehe. Ja? Auch bei Pickups oder sowas nenne ich eher selten Preise oder genaue Preise, weil es für mich ist halt eher so um Spiele geht und nicht, habe ich jetzt das größte Schnäppchen gemacht oder ähnliches. Aber solche Themen gehen natürlich immer oder auch ja Top-Listen, Geheimtipps und so weiter. Das geht immer. Kennt ihr wahrscheinlich selber, sich einfach mal so eine schöne Liste irgendwie anzugucken, das geht immer. Und dann gibt es hier natürlich auch so Überraschungen hier, sage ich mal, was in den letzten Tagen zum Beispiel jetzt hochgekommen ist, ist der Test zu Bing. Ihr seht, es ist von 2018, das ist so eins meiner Lieblings-Wirtschaftssimulationen aus der DOS-Zeit. Und ja, das ist plötzlich von 0 auf 100 ist das plötzlich ganz hochgegangen. Und ich habe mich immer gefragt, ja, warum denn, warum suchen das plötzlich so viele? Dann habe ich das mal kurz in Google eingegeben und zack, GOG hat das Spiel für ein Wochenende kostenlos rausgegeben und da haben dann natürlich viele gesucht. Also solche Zufälle gibt es natürlich auch immer. Das sind so ein bisschen, ja, das, worum es meistens so geht. Ich könnte natürlich nur ein bisschen mehr in Details gehen. Hier könnt ihr noch bei den Inhalten gucken, ne, wie viel Impressionen gibt es. Das heißt, Impression ist, wenn irgendwo bei der YouTube-Suche mein Video von mir irgendwie gezeigt wird, wie viel da wie gesehen habe oder wie viel draufklicken. Diese Klickrate Impression 6,5 ist, soweit ich weiß, relativ Standard. Dann gibt es hier noch die durchschnittliche Wiedergabedauer, ist 3 Minuten und 15. Ist bei mir natürlich jetzt nicht ganz so repräsentativ, weil ich natürlich auch sehr kurze Videos, wie zum Beispiel diese Testvideos, die meistens so 3-3,5 Minuten gehen, mit etwas längeren mische. Deswegen ist das jetzt nicht so großartig aussagekräftig. Dann gibt es natürlich die Zielgruppe. Ihr wollt vielleicht auch wissen, was so meine Zuschauer sind. Und ich kann sagen, die Zuschauer sind im Prinzip das, was ich bin. Also meistens sind wirklich männlich irgendwas um 35 bis 45. Ihr könnt ja sogar noch sehen, wann sie aktiv sind und so weiter. Hier bei den Ländern wundert es nicht, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, ist klar. Mein Content ist deutschsprachig, also gucken natürlich meistens die deutschsprachige. Wie ihr seht, Nutzer ohne Abo, was ich persönlich natürlich ein bisschen schade finde, aber auch verständlich. Denn vor allem meine Testvideos, ihr wollt euch wahrscheinlich auch einfach mal oft einfach mal nur schnell mal ein Video anschauen und guckt da nur mal rein, da wollt ihr nicht unbedingt gleich abonnieren. Würde mich natürlich freuen, wenn da einfach mehr Abonnenten kommen, weil das natürlich auch für mich gut ist und natürlich mehr gesehen werde. Und natürlich auch fühle ich mich natürlich auch immer geschmeichelt, ne? Das ist klar. Ich als Content Creator oder als YouTuber bin natürlich, je mehr Abonnenten ich habe, desto mehr Bestätigung ist das natürlich auch für mich, dass ich auf den richtigen Weg bin. Dann macht es natürlich mehr Spaß. Hier, wie gesagt, es ist keine große Überraschung, ungefähr 96% männlich und 4% weiblich gerundet. Ist klar, unser Hobby ist männerdominiert, das ist ganz klar. Auch hier, ne, wie gesagt, hier beim Alter. Junge Leute quasi nicht vorhanden, ist klar, mit denen kannst du mit den ollen Gameboy, sag ich mal, nicht irgendwie irgendwo herlocken. Und deshalb, wie gesagt, ich bin 41 und ich mache Content für mich im Prinzip, was ich gerne gucken würde. Und das sehen anscheinend viele, viele andere auch so. So, dann habt ihr hier entsprechend den Umsatz, den habe ich euch gerade schon gesagt. Und hier könnt ihr euch noch so ein bisschen gucken, wonach suchen die Leute. Also hier könnte man quasi noch mehr in die Analyse reingehen, von wegen, hier, ich habe ein Link's Awakening Video, wonach suchen die anderen, falls ich mal irgendwelche Ideen brauche. Aber da habe ich genug. Und zwar wollte ich euch einfach mal meine meistgeklicktesten Videos zeigen. Und hier seht ihr im Prinzip alles, alle Videos, die ich hier habe, wie ihr seht, es sind wirklich hier 108 Seiten mittlerweile, die so gefüllt sind. Für alle Nicht-Mitglieder, ihr seht es hier so ein bisschen,
Das ist das aktuelle Video, das Beavis und Butthead Testvideo, und hier ist schon sind die Pickups. Denn die Mitglieder, also ihr könnt für 1 Euro bei mir Mitglied auf meinem Kanal werden, die haben immer eine Woche schon im Voraus Zugang zu diesem Video. Deswegen ist das hier nur mit Mitglieder freigeschaltet, haben auch schon einige gesehen. Die kriegen es halt immer etwas früher, deswegen ist das natürlich hier und da. Hier habe ich noch das Star Wars Video von dem Gameboy da und der Piro. Der neue Hund. Ich blende euch jetzt mal hier ein Bild ein. Bellt gerade. Ich muss ja kurz mal Pause machen. So, entschuldigt für die Unterbrechung, aber ich habe seit 3 Wochen einen Hund aus dem Tierheim, den Piro. Das ist ein Hund mit einem kleinen Handicap, ist ein Rettungshund aus Rumänien, und der wollte gerade kurz bespaßt werden, deswegen Entschuldigung für diese kurze Unterbrechung. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Genau, und zwar, wir waren stehen geblieben bei den Inhalten, und ich wollte euch mal kurz mal zeigen, welche Videos am besten gelaufen ist. Das kann man hier natürlich hier schön filtern, hier nach der Größe. Und hier seht ihr schon so einige. Also ich habe wirklich einige Videos, also genau 4, die über 10.000 Views sind, was für mich echt mega, mega groß ist. Und das Spitzenreiter, was total irgendwie neutral ist, ist, ich hatte mal mit dem guten Retro Joe dann Videospielplatz, aber mittlerweile leider inaktiv auf YouTube. An dieser Stelle, falls ihr das sehen solltet, viele Grüße an dich. Mal einfach so eine Talkrunde gemacht und mit unserer Erfahrung ja, bezüglich des Retro-Sammelns, so, was es für Hürden für Einsteiger gibt und so weiter, irgendwie mitgeteilt. Und das ging irgendwie durch die Decke. Wie ihr seht, 24.000 Aufrufe fast. Finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Richtig, richtig heftig. Hätte ich niemals mit gerechnet, dafür, dass wir uns einfach mal getroffen haben und einfach mal so ein lockeres Gespräch gehalten haben. Sehr, sehr geil. Vor allem, weil wir da auch irgendwie total ungeskriptet und gar nichts großartig überlegt haben, sondern einfach nur locker geredet haben. Kommt relativ gut an, wie man hier auch an den Bewertungen hier sieht, wirklich fantastisch. Dann natürlich als nächstes kommen dann hauptsächlich natürlich die Tests von diesen Krachern. Alles relativ alte Videos, muss ich sagen. Secret of Mana ist klar. Mystic Quest und Link's Awakening, muss ich nicht sagen. Die Spiele kennt jeder. Wird viel gesucht. Dann mogelt sich hier noch so ein Video ein, das war so mein erster Versuch damals, so ein bisschen ein richtiges ein Anleitungsvideo, sage ich mal, zu machen oder ähnliches. Ist natürlich jetzt technisch und von der Drehtechnik her noch sehr, sehr simpel. Da habe ich diese One-Up-Reinigungskarten mal so ein bisschen vorgestellt. Natürlich hier auch so ein bisschen reißerisch hier im Feld und so weiter alles angegeben. Bin ich nicht mehr so 100% zufrieden mit dem Video, aber es wird viel geklickt. Und auch hier, wie ihr seht, sind die Bewertungen durchaus in Ordnung. Deswegen habe ich es einfach mal online gelassen. Denn mein Erfahrungsbericht natürlich zu den Retron 5. Und was so wirklich so als, was man hier so auf Veröffentlichungsdatum sieht, relativ frisches Video als erstes von vielen, 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 durch diese Gameboy-Sammlungsfahren. Das war mir wichtig, dass ich einfach mal so ein Service-Video für Leute, die jetzt einfach mal in das Hobby irgendwie reinschnuppern wollen, irgendwie mache. Genau. Und dann, wie ihr seht, kommen dann auch weiterhin hier die üblichen Tests. Photos of Fear war sogar mein erstes Video überhaupt, was ich gemacht habe. Und ich hatte damals total unterschätzt, wie bekannt und wie beliebt dieses Spiel ist, ehrlich gesagt. Da war ich auch ganz überrascht. Auch hier habe ich mich natürlich jetzt technisch durchaus weiterentwickelt. Das Einsprechen und so weiter, das ist dann noch nicht so gut gelungen. Aber auch da so ein bisschen so als Zeichen, wo komme ich her, habe ich das natürlich alles drin gelassen. Dann natürlich hier Gameboy-Spieleübersicht und so weiter. Und hier habt ihr auch schon hier ne, teure Spiele und sowas. Das geht immer. Merke ich jetzt auch nicht in die Analyse rein. Wie ihr seht, das sind so ein bisschen die üblichen verdächtigen Spiele, die man hier sieht. Und ja, das ist so meine Kanalübersicht, was ich euch gerne zeigen möchte. Habt ihr vielleicht noch Fragen, was ich euch vielleicht noch ein bisschen näher bringen soll oder auch nicht? Haut's einfach in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und wie gesagt, an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank nochmal für die 5.000 Abonnenten. Freut mich wirklich tierisch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut.